So, hi. Hier sind wir wieder mit einem neuen Demo. Neu ist wahrscheinlich relativ, aber es ist gerade sogar bei Steam in diesem Free Weekend, also wo man verschiedene Demos spielen kann. Deswegen nutze ich die Zeit jetzt mal. Heute ohne Video. Ich habe hier ein paar technische Probleme. Aber das soll ja nicht stören. Dementsprechend, hier geht immer wieder das Intro an. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe die Sprache auf Deutsch umgestellt. Schauen wir mal, was uns hier erwartet bei Neon Blood. Bin schon gespannt. Okay, Neon Blood ist ein Detektivabenteuer, das in einer Cyberpunk-Stadt spielt. Ja, das sieht man. Sie spielen Axel McCoyne, einen Polizeidetektiv, der nicht nur Verbrechen bekämpft, sondern auch gegen seine Sucht nach Spark kämpft, einer neuen synthetischen Droge, die die Stadt verwüstet. Interessant. Im Laufe der Geschichte wird Axel die Geheimnisse der Stadt, die verborgenen Wahrheiten ihrer Bewohner und vor allem die Geheimnisse, die sein eigener Verstand vor ihm verbirgt, aufdecken. Es ist wichtig zu erwähnen, dass es sich hierbei um ein direktes Fragment aus dem Spiel handelt, da hier etwas Kontext für Sie. Alles klar, das ist sehr nett, weil viele Demos sind ja so gemacht, dass man von Anfang an irgendwie den Prolog ein bisschen spielen kann, aber manche setzen halt irgendwo an oder machen einfach nur einen spielbaren Kampf oder sowas. Aber das finde ich jetzt sehr nett tatsächlich. Okay. Axel ermittelt gegen einen ehemaligen Nilcorp-Ingenieur namens Weinberg, der in dem führenden Unternehmen für Cyberimplantate arbeitete, das von der mächtigen und einflussreichen Ruby Emerald geleitet wird. Ruby Emerald, das ist einfach zwei, ja, Steine. Alle Hinweise deuten auf The Rogue hin, eine Bar, in der eine ehemalige Laborratte, Silver Rainer, mehr über die zwielichtigen Machenschaften von Nilcorp wissen könnte. Bei dieser Mission können sie auf ihre beiden Freunde Basil, den Hacker, und Varia, die Schützin, zählen. Da es sich bei dieser Demo um eine Testversion handelt, kann es sein, dass einige Elemente des Spiels noch verbessert und oder hinzugefügt werden müssen. Ja, das Übliche halt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Demo. Sehr nett, sehr schöner Einstieg. Dann schauen wir mal. Okay, wir können mit Tasten spielen oder mit Controller. Ich würde sagen, heute spiele ich mit Tasten. Also, das ist The Rogue. Gar nicht schlecht. Ich hatte erwartet, dass es viel schlimmer wäre. Ich war in schlimmeren Orten, aber ich erinnere mich nicht mehr daran. Es erinnert mich an die Bars in Dust County, aber mit weniger Rost. Schöner Einstieg. Ich finde den Mantel von ihm schon ziemlich nice. Mit dem, hier, mit den leuchtenden Streifen. Okay, Konzentration, wir müssen Silver Rainer finden. Verlass dich nicht auf mich, Bruder, ich lasse diesen ganzen Barkram hinter mir. Gut, okay. Basilio, hilfst du mir? Ich dachte, er ist Basil. Also Basilio. Basilio? Keine Sorge, Axel, ich kümmere mich um die Bar, das sieht man. Barkeeper, gib mir einen Erdbeer-Daiquiri und setze ihn auf die Rechnung des Typen im Trenchcoat. Danke. Man ist mal wieder der Typ im Trenchcoat. Okay, schauen wir mal. Oh, es ist semi-3D, so Open-3D, das ist interessant. Okay, dann schauen wir mal. Möchte ich anquatschen. Aber schenk mir wenigstens etwas ein, ich schwöre, ich werde dich morgen bezahlen. Barmann Mike, ich habe Nein gesagt, du hast schon einen Drink gehabt und mir noch nichts bezahlt. Ich habe die Brieftasche verloren, aber ich habe Credits, ich zahle dich morgen aus. Finde die Brieftasche oder verlierst diesen Ort vielleicht nicht in einem Stück. Boah, nett hier. Was ist mit dir? Ich suche einen Typen namens Silver Rainer. Ich habe nach Glück gesucht, aber hier bin ich, Cop. Kennst du mich? Ich kenne deinesgleichen. Jeder? Nun, ich bin der Einzige, der den Kopfknackerkurs bestanden hat. Sehr witzig. Ich will keinen Ärger. Bleib weg von mir. Ich kenne keinen Silver.
Okay, kann man rennen? Yes. Sehr nice. Dann reden wir doch mal mit Basilio. Okay, keine Sorge, Axel. Ich kümmere mich darum, hier herumzufragen. Wie kannst du schon halb betrunken sein? Zu gut. Okay. Oh, der scheint mehr zu wissen. Sicherheitsdienst, es gibt eine Privatparty, kein Zutritt. Eine Party? Klingt nicht nach viel Lärm. Es ist eine Einmannparty. Dieser Typ würde nicht zufällig Silver Rainer, oder? Wäre nicht zufällig Silver Rainer, oder? Ich werde nicht fürs Beantworten von Fragen bezahlt, nur dafür Leute daran zu hindern, reinzukommen. Wenn es dir nur ums Bezahlen geht, nenn einen Preis. Wie viel hast du? Ich habe keine Credits, aber ich habe eine Polizeimarke. Das ist mir egal. Besorg mir 100 Credits und ich könnte abgelenkt sein. Okay. Besorge dir Geld, um den Bachmann zu bestechen. Ist klar. Ich hänge hier gerade fest. Ein bisschen ungewohnt mit der Steuerung. Davon will ich rein. Eben weil das so diesen 3D-Effekt hat, dass man eben... ja, nach vorne und hinten auch gehen kann. Kenne ich jetzt von solchen Spielen tatsächlich noch nicht. Also gerade so Detective oder Noir-Sachen habe ich häufig gespielt, wo das wirklich im, wo du im Side-Scroller-Element einfach nur unterwegs bist. Ich habe nichts gegen Billardspielen. Vielleicht bleibe ich hier und sehe, ob jemand Lust auf ein Spiel hat. Gut. Wo kriegen wir den Credits her? Fangen wir mal den Barmann an. Was willst du trinken? Ein Glas Milch? Sehe ich wie ein Baby aus? Die Drinks, die ich hier serviere, könnten einen Elefanten umhauen. Lass uns weg. Serviere mir das Stärkste, was du hast, und wenn ich es trinke, ohne zu kotzen, gibst du mir 25 Credits. Abgemacht. Ich halte den Mob bereit. Oh Mann. Hier, der Haus-Spezialcocktail. Oh, ich hab... jetzt. Du hast einen magensicheren Magen. Hier ist dein Geld. Einen magensicheren Magen. Was ist das für ein Wort? Ich wollte gerade eigentlich noch sagen, dass ich hier die Verbindung von Pixel-Grafik und Semi-3D finde ich sehr cool gelöst. Also es gefällt mir sehr gut. Die Flaschen hier zum Beispiel sind ja 3D-Objekte, aber die Figuren sind ja komplett Pixel. Das ist ziemlich cool gemacht. Okay, 25 Credits. Vielen Dank. Ich sehe, du bist ein Mann deines Wortes. Und ich sehe, du bist ein harter Kerl. Willst du noch mehr Credits verdienen? Ich könnte sie wirklich gebrauchen. Es gibt einen Club. Du hast, was es braucht, aber ich darf nicht darüber reden. Das ist die erste Regel. Das klingt vertraut. Du siehst aus, als würdest du eine gute Show abliefern. Hinter der Tür des Billardtisches könntest du einen Club finden, der nicht existiert. Ja, guter Tipp. So, haben wir Credits gekriegt. Fein. Dann gehen wir jetzt mal gucken. Hier ist die Tür. Gehen wir mal rein. Ah, ein Boxclub. Also Ringkämpfe. Axel McCoyne, wir haben dich erwartet. Warte, woher kennst du meinen Namen? Hier bist du nicht länger Axel. Du bist kein Kopf mehr, du bist nicht dein Geld, du bist nur die singende, tanzende Marionette der Welt. Schau, ich will nur ein paar Credits verdienen. Ich sehe, du verstehst es immer noch nicht. Um Credits zu verdienen, musst du dich zuerst beweisen. Wenn ich ihn schlage, gibst du mir das Geld? Es ist ein Versprechen. Wenn du fertig bist, werden wir sehen, ob du das Materielle noch willst. Rockface. Wow. Mach diesem Frischfleisch klar. Dieses wahrscheinlich. Right. Du bist bedeckt von Keimen. Okay. Ist alles, was du zu sagen hast? Wir sind alle von Keimen bedeckt, Mann. Wir sind alle Lebewesen. Deep. Was? Wie? Was hast du gesagt? Womit ich bedeckt? Bin ich bedeckt? Keime? Wiederhole das. Keime? Keime! Ich bring dich um! Okay, was muss ich tun? Ist das rundenbasiert? Das finde ich ja witzig. Okay, Angriff. Muss drücken. Muss ich anklicken? Ah, okay. Zack, getroffen. Nochmal? Okay.
Lasergun. Oh, der hat gesessen. Autsch. Na, nochmal. Warum, das schaffen wir. Jawohl. Jetzt. Wer wird das klarstellen, Hawkface? Die Übersetzung ist ein bisschen holprig, aber ich wollte es halt auf Deutsch einstellen, weil es ist ein bisschen schöner vorzulesen. Okay, weiter geht's. Jetzt verstehst du es. Das ist Befreiung, die reinste Form von dir selbst. Es war aufschlussreich, aber ich kann mich nicht in Sekten verlieren. Das ist das Letzte, was ich brauche. Das ist der Club von... Ja, gib mir einfach die 50 Credits, die du versprochen hast. Aber das verstehst du nicht. Die Credits, die du versprochen hast. Es sei denn, dein Wort bedeutet nichts. Darum geht es nicht. Um das Materielle. Du bist ein Feigling. Nichts wert. Weder dein Geldbeutel noch dein Auto. Nicht einmal die Kleidung, die du trägst. Du bist der singende, tanzende Witz der Welt. Hier sind deine Credits. Jetzt verschwinde von hier. Letzter Typ der Echse. Muss ich schon sagen. Kann man hier noch mit jemandem reden? Tatsächlich nicht. Ich spiele nicht so oft mit Tasten, merkt man vielleicht. aber ich gebe alles. Okay, wo kriege ich denn jetzt noch die restlichen 25 Credits her? Vielleicht oben? Ne, oben kann ich ja nicht hin, weil der Typ da steht, oder? Nee. Quatsch ihn nochmal an. Bring 100 Credits und ich lasse dich rein. Alles klar. Du noch was zu sagen? Keine Sorge, ich kann mich doch nicht runterladen. Ja, das ist gleich wie eben. Okay, mit dem Barmann kann ich nicht mehr reden. Kann ich mir nochmal reden? Ist nochmal das Gleiche. Okay. Oh, ist hier noch was? Kleine Arcade Machine. Okay, rausgehen kann ich auch nicht. Quatsch dich nochmal an. Oh, hey Detective. Oder Detektiv. Diene den Bürgern und kauf mir einen Drink. Besser, ich denke, ich kann deine Brieftasche finden. Endlich hast du mal was richtig gemacht. Ich habe schon angefangen zu zweifeln. Für 25 Credits. Verdammt. Okay, vielleicht habe ich sie früher beim Billard verloren. Ich fange dort an. Ich bin der Melvins Brieftasche. Das macht direkt den Namen kennt. Hier sind Flecken, die nicht mal der Scanner analysieren können, aber kein Zeichen der Brieftasche. Ich habe seine Fingerabdrücke auf dem Billardkö und mit diesen Abdrücken kann ich nachvollziehen, wo er vorher gewesen ist. Und wo ist er vorher gewesen? Muss man irgendwie noch helfen? Nee. Oder einfach wieder anquatschen und gucken mal. Naja, okay, das ist nochmal der gleiche Dialog. Habe ich eine Tasche oder ähnliches? Nein? Nein? Nein. Oh, das ist ja ein cooles Feature. Damit kann ich scannen. Dann schauen wir uns doch mal die Kisten hier an. Ich kann zwischen diesen Kisten nichts finden, nicht mal Getränke. Dieser Typ hat sie gestohlen, aber kein Zeichen von der Brieftasche. Okay, dann gucken wir mal hier nochmal. Er versuchte hier eine Getränkeflasche zu greifen, konnte sie aber nicht öffnen. Kein Zeichen von der Brieftasche. Ich muss weiterschauen. Was eine Technologie. Okay. Hier irgendwo. Hier ist nichts. Kann ich nochmal in den tollen Raum hier gehen? Tatsächlich nicht. Schade. Oh, hier ist noch was. Eine Schallplatte. Sieht so aus, als hätte er sich auf der Platte abgestützt, aber diese Spur ist von gestern. Da hatte er noch die Brieftasche. Ich muss etwas Aktuelleres finden.
Right. Nichts anderes hier. Moment mal. Sieht so aus, als hätte ich eine neuere Spur gefunden. Ich werde sie überprüfen. Na dann mal los. Nicht hier. Ich bleibe immer überall stecken. Ah ja. Schau mal da. Hier sind Fußabdrücke. Na, doch rausgehen. Oh, ein zwielichtiger Typ. Den müssen wir ansprechen. Um reinzukommen, musst du die Eintrittsgebühr bezahlen. Aber ich bin nur kurz rausgegangen. Du warst vorher nicht hier. Sag es nicht Mike, okay? Auch nicht schlecht. Oh, geht's weiter. Hier lang. Oh, shit. Links oder rechts? Gehen wir erstmal nach rechts. Shop. Okay, hier ist nichts. Ein paar Kisten wieder. Bingo! Sieht aus, als wäre jemand betrunken umgekippt und natürlich ist es Melvin Sinclairs Brieftasche. Überflutet mit Credits zusammen mit mehreren leeren Flaschen von The Rogue. Ich wette, sie wurden gestohlen. Und da sind wir wieder. Hier, deine Brieftasche. Gott sei Dank, danke, dass du meine Brieftasche gefunden hast, Officer. Ich wusste, man kann euch vertrauen. Meine Credits. Aber es ist deine Pflicht zu helfen. Ich zahle genug Steuern. Willst du über die Credits reden, die du The Rogue schuldest? In Ordnung, hier sind deine Credits. Jetzt halt den Mund. Ich habe genug Geld, um den Wachmann zu bestechen. Nett. Das ist echt ein bisschen ungewohnt mit diesem 3D. Es ist cool, aber es ist ungewohnt. Ist Silver Rainer noch da oben? Ich hab dir gesagt, man bezahlt mich nicht fürs Beantworten von Fragen. Oh ja. Wenn sie dich nicht genug bezahlen, sollte das helfen. 100 Credits, großartig. Kann ich jetzt hochgehen? Jetzt kannst du tun, was du willst. Ich gehe los, um mein Geld zu verbrassen. So sieht's aus. Gehen wir mal hoch. Okay, wer bist du? Du hast eine Katze auf der Schulter. Ich wusste nicht, dass sie hier Tiere reinlassen. Dieser Ort ist voller Tiere. Touché. Nicht schlecht. Oh, bist du Silver? Ich suche einen Typen namens Silver Rainer. Wer sucht nach ihm? Ich bin hier im Auftrag von Weinberg. Weinberg, und wo ist der? Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war in einem Pistazien-Eisbecher. Hä? Jemand hat ihn in Dust County ermordet. Du hast ihn geschnappt und jetzt kommst du hinter mir her? Willst du mich töten wie LeBlanc? Warte mal, ich habe Weinberg nicht getötet. Ich weiß nicht mal, wer LeBlanc ist. Das werden wir sehen, wenn du überlebst. Jetzt geht's ab. Erstmal einen Schluck trinken. Okay. Ganz nett hier oben eigentlich. Man hat hier so diese Health Bar. Rüstung 2. Initiative 2. Initiative, das erinnert mich ein bisschen an Pen and Paper Spiel. Waffe, Lasergun, Angriff. 1d8. Ja, das erinnert mich definitiv an Pen and Paper Spiel. Das heißt, es wird ein Würfel im Hintergrund geworfen, mit dem du quasi deine Damage Points auswürfelst. Das finde ich ziemlich cool. Okay, wir greifen natürlich an. Oh, er hat zuerst angegriffen. Shoot. Oh, guter Treffer. Was habe ich denn hier unten noch? Kann ich da irgendwie... Ah ja. Fertigkeiten. Headshot. Zielen Sie direkt auf den Kopf, um einen kritischen Wurf zu garantieren. Nice. Ausgetrickstes Geschoss. Die Spezialkugel kann keinen kritischen Schaden anrichten, aber sie heilt dich um die gleiche Menge an verursachten Schaden. Defibrillator. Du aktivierst Axels Herzimplantat, um dich zwischen 1 und 20 zu heilen. Cool. Ich nehme mal das hier. Ich weiß nicht, Headshot ist, ich meine, klar, man zieht auf den Kopf, aber ist er dann noch tot? Hm, wir mal jetzt. Machen wir mal das. Let's go. Nicht schlecht. Okay, machen wir mal normal, danke. Pew.
Nice. Ach, du bist härter, als ich dachte. Das war ein gutes Aufwärmen. Bereit für die zweite Runde? Oh mein Gott, zieht er sich aus. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Du zwingst mich, meine Implantate zu benutzen. Oh, krass, ey. Das hat jetzt ein bisschen was von Street Fighter. Ah, cool, mein Healthbar ist wieder voll. Das finde ich nett. Dann gehen wir jetzt doch mal auf den Headshot. Let's go. Oh, das könnte wehtun. Oh, okay, geht noch. Yes, Crit. Sehr schön. Was haben wir denn noch für Objekte? Smoke-Pumpe? Die Anti-Aufrauchbombe ist ideal, den Schlägen einer Feinde auszuweichen. Okay. Oder panzerbrechende Projektile. Ersetzen Sie Ihre Munition durch panzerbrechende Geschosse, die jede Oberfläche durchdringen können. Das klingt gut. Das mache ich. Okay. Wie kommen wir denn zurück? Ey, ich habe keine Ahnung von der Tastaturbelegung hier gerade. Drück ein paar Tasten, nicht wundern. Geht gleich weiter. Es gibt doch sonst immer eine Zurücktaste. Irgendwie finde ich sie gerade nicht. Escape? Einfach Escape. Einfach Escape, jawohl. So viel zur Zurücktaste. Oder auch, dass ich nicht so häufig mit Tasten spiele. Okay, ich mache jetzt noch mal einen Headshot. Ich wette, wenn man das Spiel von Anfang an spielt, dann hat man das am Anfang noch gar nicht. Muss man erst lernen oder irgendwie sowas. Jawohl, das war ein schöner Crit. Machen wir noch mal einen normalen Angriff. Oh Mann, der hat immer noch einen. Okay, jetzt zählt's. Okay, noch überlebt. Sehr schön. Jawohl. Trotz Implantaten ausgenockt. Naja, oder sozusagen. Es war ein guter Kampf, das muss ich zugeben. Aber ich werde euch Konzernratten nicht nochmal erwischen lassen. Nicht nochmal erwischen? Entwischen? Wie auch immer. Ich habe nichts mit irgendeiner Firma zu tun. Ich wollte nur antworten über Weinberg. Ich fühle mich, als würde mein Kopf explodieren. Wenn du wirklich denkst, billige Tricks funktionieren bei mir, dann hast du dich getäuscht. Jetzt wirst du einige hochentwickelte Implantate in Aktion sehen. Explodiert jetzt mein Kopf oder was geht? Oh, S. Yeah. Ah. Oh mein Gott. Oh, krass. Coole Moves. Das war jetzt richtig cool gemacht. Das hat mir gut gefallen. Ich will dir nicht wehtun. Ich will nur antworten. Wer jagt dich? Ich weiß nicht. LeBlanc sagte, sie seien... Was? Mechanolife-Leute gewesen? Mechanolife? Mechanolife? Irgendwie so. LeBlanc? Du hast mit Weinberg und diesem LeBlanc-Typen im experimentellen Labor von Nilcorp gearbeitet? Ja, ich bin eingesprungen, um einen Typen zu ersetzen, der bei einem Experiment gestorben ist. Ich wollte ein Samariter werden, um eine Begnadigung zu bekommen. Sie haben alle möglichen seltsamen Fleischausrüstungen an uns getestet. Und was ist passiert? Odin LeBlanc war ein französischer IT-Typ, einer von den alten Hasen. Eines Tages sah er den Quellcode für das 3.0-Update von Nilcorp auf einem Computer. Sie wollten es in ein Implantat hochladen, das für mich bestimmt war. Gab es irgendetwas Verdächtiges daran? Ich weiß nur, dass LeBlanc ausgeflippt ist. Er hat mich überzeugt, das Implantat nicht zu nehmen. Er sagte, es sei von Mechanolife manipuliert worden. Dann ging er zur Polizei. Und? Nun, er ist nicht zurückgekommen. Nie zurückgekommen. Kurz danach haben sie versucht, Weinberg auf dem Parkplatz zu töten. Er hat es nur knapp überlebt. Und deshalb versteckst du dich. Ich bin ein Ex-Sträfling, der gezwungen wurde, als Laborratte zu arbeiten. Ich weiß nichts, aber niemand kümmert, als ob ich lebe oder sterbe. Mit wem hat LeBlanc von der Polizei gesprochen? Das musst du selbst herausfinden. Wir müssen Ruby Emerald warnen. Sie werden bald das 3.0-Update starten. Wenn Mechanolife sie infiziert hat, muss sie es wissen. Wir können nicht zulassen, dass sie Rubys Start sabotieren, Bruder. Bin zu betrunken, um zu denken, dieser Daikiri hat mich wirklich erwischt.
Voll cool, dass das hier auch so wabbert. Das finde ich richtig nice. Wenn das, was Silva gesagt hat, war es, haben wir etwas Großes an Hand. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss zur Station? Station? Ich halte dich auf dem Laufenden. Und das war's auch schon. Mensch, aber cool. Available from 26.11.2024. Sogar für mehrere Plattformen habe ich gerade gesehen. Cool. Kurz und knackig, aber man hat wirklich so das Essentielle des Spiels mitgekriegt. Und also ich persönlich bin jetzt auch neugierig auf mehr. Ja, sehr, sehr schön. Hat mir gut gefallen. Kurzes Fazit. Steuerung ist ein bisschen holprig gewesen. Liegt aber wahrscheinlich auch jetzt so, sag ich mal, 80% daran, dass ich mit Tasten gespielt habe und es nicht gewohnt bin. Aber bei einer Demo... Sorry, das fängt immer wieder von vorne an. Bei einer Demo habe ich da jetzt, ja, nicht unbedingt jetzt die Notwendigkeit gesehen, sofort meinen Controller anzuschließen, auch wenn ich sonst das getan hätte. Aber ich wusste nicht, ob das hier Visual Novel Style ist, deswegen... Aber egal. Jedenfalls hat mir gut gefallen und, ja, könnte ich mir vorstellen, auch in der Vollversion zu holen, auf jeden Fall. Je nachdem, gibt es ja anscheinend für alle Konsolen und den PC, also... Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Also, ihr habt es gerade gesehen, 26.11. on Sale. Gönnt euch noch die Demo jetzt bis zum 21. glaube ich. Also noch 2 Tage und ja, ich bin dann jetzt erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Demo oder auch beim nächsten Let's Play, je nachdem, was ich als nächstes aufnehme und die technischen Probleme sich gelöst haben. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao!